Guck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So, der schemenhafte, geisterhafte Tibo ist natürlich wieder weg. Ja, ich weggeschickt, weil den wollte ich hier nicht mehr haben. Nee, Tibo, wenn du hier reinsiehst, du verstehst den Spaß, das weiß ich ganz genau. So, Grüße gehen raus an dich nochmal. So, bevor wir hier direkt weitermachen, gucken wir mal an, ob hier was an Kommentar reingeflossen ist. Wie gesagt, immer weiter schreiben wäre absolut so super, würde mich natürlich, wie gesagt, tierisch freuen. So, wenn ich jetzt hier die Kommentare auch sehen würde, die letzten, da wären wir ach so, genau. So, da kam von Neville Longbottom zwecks des Teasers, spielt man mit dem Mod als Xardas selbstverständlich nicht. So, aber Xardas ist nun mal, auch wenn wir ihn kaum sehen, hier Dreh- und Angelpunkt irgendwie von Gothic 3, weil er hat ja quasi das Ganze hier angeleiert, hier mit den Orks. So, und nach der langen Zeit, nach Returning, ist natürlich auch Xardas wieder zurück. So, okay, falls da ein falscher Eindruck entstanden ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, so, bei der Konferenz, Grüße gehen natürlich an dich raus hier. So. Und Dankeschön. So, Ravash Squad hat geschrieben, bei der Konsequenzmod ist es meistens so, dass du nach einer Aktion 30%, minus 30% Ruf bekommst und somit nicht mehr in die oberen Viertel kannst. Hm, geschweige denn zum Ork-Boss. Bei manchen Aktionen greifen dich die Ork-Bosse auch an, weil du das... und das befreit oder für die Rebellen gemacht hast. Ja, dass sie mich angreifen, wenn ich zwei Städte oder so befreit habe, das musste ich schmerzlich auch schon mal feststellen. Schon beim Original, nicht nur in der Mod. Also, obwohl ich es damals, als ich es im lupenrein Original gespielt habe, ohne Community Badge und den ganzen Quatsch da, da hatte ich es wirklich gehabt, ich konnte eine Stadt nach der anderen ganz gemütlich befreien und keiner hat sich beschwert. Keine Ahnung, ob du, woher das kommt, irgendwann mal kam. Das gilt auch für die Rebellen, ja. Also bevor du irgendwas machst, was gegen die Orks Rebellen ist, solltest du vorher speichern. Oder wir lassen es erstmal ganz sein, hier groß angelegte Aktionen gegen eine der Fraktionen hier durchzuführen. Ja, und kleiner Tipp, du solltest auch, wenn du Magier bist, heute ziehen. Ja, das machen wir ja sowieso. Krallen ziehen. Viele Permatränke hast du, wo du brauchst. Genau. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall Grüße gehen an alle Schreiber. Linke raus. Wie gesagt, ihr könnt immer gerne auch auf alte Projekte gerne. Da gebe ich dann gerne auch nochmal mit Senf dazu. So. Okay. Und das mit dem Felle ziehen. Stimmt natürlich. Deswegen sollten wir hier jetzt eigentlich erstmal nicht weitermachen hier mit der Farmerei. Das ist natürlich absolut richtig. So, weil ich würde schon von den Lurkern und Co. natürlich hier die ganzen Dinger hier abziehen. Und genau aus diesem Grund werden wir das mit dem Farmen hier am Strand generell die ganze Jagd erstmal ein bisschen auch nach hinten verschieben. Wir werden uns erstmal um die Quest kümmern und notfalls finden wir unseren Weg dann mal nach Monterra. Wir gehen heute diesen Let's Play, gehen wir direkt von Kapdu diesmal nach Monterra weiter. Und nicht nach, Varant, wie ich es in meinem ersten Gothic 3 Let's Play gemacht habe. So. Ich bin ein bisschen angeschlagen hier, kann das sein? So, was haben wir? Aber die hungrigen Wölfe, die können wir schon noch irgendwo. Haben wir jetzt eigentlich alle? Sehen wir hier irgendwo, wie viele wir davon schon haben? Töte alle hungrigen Wölfe. Mach ihnen gar aus. Bufford, wer wollte das? Der Bufford wollte das. Jo, da flitzen wir fix mal nach Kapdun zurück. Ich weiß nicht, ob wir hier noch alle, hungrigen Wölfe uns schon geschnappt haben. Keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt. So. Ich bilde mir ein, hier oben auf dem Weg waren noch welche gewesen. Aber die hier hinten, die hatten wir doch aber schon geholt. Hier in die Richtung. Hier liegt doch noch einer. Hier in die Richtung, die hatten wir doch geholt.
Aber hier hinterm Felsen, beziehungsweise hinter der Düne, waren, glaube ich, keine mehr. Nee. So weit oben waren die nicht. Komm mal mit runter hier. Ja. So. Ich sollte schlafen gehen. So. Ich hatte, glaube ich, geguckt in der letzten Folge noch hier. Da war der Tibor noch nicht wieder da. So. Ne, ich hatte mich ja komplett umgeguckt. Hier waren keine mehr. Jo. Nee. Normalerweise, wenn wir den letzten haben, da kommt doch hier Questerfolg und so weiter. Wie viel brauchen wir jetzt bis zum nächsten, ja, ein bisschen was. 2000 ungefähr, 2600. So. Wir brauchen noch 40 altes Wissen. Wir wollen ja altes Wissen haben, genau. So. Die Frage ist dann, ja, und zusätzlich brauchen wir ja noch Lernpunkte, um die Zauber direkt zu lernen. So, deswegen würde ich mich erstmal jetzt auf die Zauber hier. Warte mal. Ich speichere mal kurz ab. Ich will eigentlich keine Lernpunkte ausgeben. Aber wenn wir nicht farmen können, können wir keine Dings Bring machen. mir was. So, warte mal, Jagd geschickt. Was hat der gesagt jetzt dazu? Ich hatte keine Erfahrung mehr, oder? Fell abnehmen, Wildtiere heranschleichen. Ach nee, dazu müssen wir das Großwildjäger lernen. Nee, lautloses Dings wollte der haben. Wir machen mal. Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Das ist schon was anderes, als sich an Menschen heranzuschleichen. Die Pirsch macht es überhaupt erst möglich, in die Reichweite eines Wildtieres zu kommen. Schleich dich immer von hinten an und glaube ja nicht, dass die Tiere dich nicht wittern können. Kommst du zu nahe, ist es vorbei. Also ist die beste Waffe für die Jagd immer noch der Bogen. Jo, so, jetzt will ich Großwildjäger Reptilienhäute abziehen. Das kostet alles wieder extra hier. So viel Gold haben wir doch gar Dazu bist nicht. du noch nicht bereit. Zwei, was? Jagdgeschickpunkte. So, wisst ihr was? Der hat ja eine Voraussetzung nach der anderen. Und genau aus diesem Grund kann der mich gerade mal an die Füße fassen. Wir werden jetzt versuchen, über Quests hier natürlich hier unsere Lernpunkte zu steigern, damit wir endlich unseren ersten Zauber hier bekommen. Ja, jetzt immer noch die Frage, nehmen wir Ebelia-Zauber oder nehmen wir Linus-Zauber? Feuer ist nämlich ganz gut wegen Runterbrennen. So, ich meine, wir können auch beides nehmen. Ich meine, das eine schließt ja das andere eigentlich nicht aus, oder? Ja, wir sind ja nicht mehr bei Returning. Ist ja schon lange vorbei. So, was wolltest du hier vor? Was willst du? Ich will nach Hause gehen. So, was war mit dir? Wie viele Kröten habe ich überhaupt? 2200, ja, Pfeile, Bolzen. Wie viele Pfeile habe ich überhaupt noch? Ich hatte doch Pfeile gekauft. Sind die schon wieder alle? Klingenbolzen. Wo stehen meine Pfeile? Hab ich bescheuert? Wo stehen meine Pfeile? Raff ich nicht. Keine Ahnung. So. Okay. Buffort, das war da hier oben der Kerl. Das Problem ist, ich bekomme ja aber auch keinen Ruf jetzt, wenn ich. Der Alchemist ist sehr zufrieden mit dir. Nicht schlecht. Ja. Jens, der Jäger, meint, du bist zu gebrauchen. Jo. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Mir fehlen 30 Punkte. Wir haben gerade gespeichert. Einer der Schweinehirten gehört zu den Rebellen. Das mag sein, aber ich habe schon genug Probleme. Am besten, du sagst es dem Ork-Anführer Uruk selbst. Dankeschön. So, irgendwo müssen ja noch Wölfe rumschwirren. Ja, wo denn? So, wir fressen erstmal was. So, wo ist hier mein Fraß? Wir müssen Fleisch braten. Eintopf, Goldwert plus 22. Nehme ich natürlich gerne. Lecker. So, Brot gibt's bis zu 5. Wo haben wir ein Feuer zum Fleisch braten? Hier? Ja. So. Am Anfang ist Fleisch wirklich richtig klasse hier wegen Heilung. Wir machen alle, komm, hier. So.
Jo. Das legen wir uns, wenn der endlich mal aufgestanden ist, legen wir uns das gleich mal hier auf eine Taste. Wo ist hier? Wir legen uns das mal mit auf die 4. Genau. So. Irgendwo sind hier noch Wölfe. Waren hier oben Wölfe? Ich weiß es nicht mehr, aber ich, verdammt nochmal. Die suche ich jedes Mal, die Mistviecher. Hier oben waren keine mehr, oder? Hier oben war noch eine Höhle. Ne, in der Höhle war ich doch schon drin. Soll ich so bescheuert sein, dass ich das alles vergessen habe? Möglicherweise natürlich ja. Nö. Ja. So, hier ist sogar ein Friedhof. Nö. Ja. Aber hier. Nee. Sind keine Wölfe mehr. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt nicht dazu zählen, die vorher von den Orks getötet worden sind. Wenn das natürlich der Fall ist, da habe ich natürlich hier richtig Arschkarte. In Kapdun. So. Weil die haben ja vorher schon welche hier. Ansonsten würde ich jetzt, wenn alle Stricke reißen, dann würde ich versuchen, hier den Cyrus loszuwerden. Sage ich, der soll sich hier von mir fernhalten. Ansonsten trete ich nach hinten. Und ja. Na, das Einzige, was so... Was ist denn noch hier? Urkrass, was sollte da... Was haben wir überhaupt noch hier? Proviantmeister braucht Heiltränke. Ach mein Gott. Proviantmeister braucht Heiltränke. Ja, die brauche ich auch. Deckard. Umsonst gibt es bei mir... Ich arbeite erstmal für mich, bla bla bla. Klar, was soll ich denn gebrauchen? Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. So, da werden wir dann mal sehen, wo wir hier 3 Heiltränke herkriegen. Wir haben einen. Ja. Waren hier hinten jetzt noch irgendwo Wölfe? Hier hinten waren wir doch auch schon gucken. Hier ist doch keine Sau mehr. Hm. Ja, wenn wir die Wolfsquest hier wirklich brauchen, um auf den Ruf zu kommen. Ich glaube, die brauchten wir wirklich. Da haben wir natürlich ein Problem. Jo. Aber hier hinten war ich schon gucken. Da war keiner mehr. Das hatte ich ja schon. Das hatte ich ja letzte Folge schon gemacht. So. Jo. So, rechter Hand hier an der Klippe waren, glaube ich, auch keine mehr. Hm. Das ist natürlich scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich weiß nicht, ob das Original so bei Gothic 3 ja verankert war, dass wenn die vorher töten, dass die nicht mehr zählen, oder wenn das wirklich jetzt der Fall sein sollte. Aber ich habe irgendwie so Angst, dass es wirklich so ist. Ja. So. Nee, Heiltränke. Wo könnten wir Heiltränke herkriegen? Unten von dem Pfiffi da im entweder hier von dem Alchemisten oder unten von dem Feuermagier. So. Aber hier hatten wir doch alle, oder? Hier in der Ecke. Wir gehen nochmal hier lang. Aber ich bild mir ein, wir haben hier alles an Wölfe und sowas gefunden gehabt. Ich weiß nicht, ob hier auf der Ecke noch welche waren, aber... Nee. Da unten noch so ein Scavenger. Nee, ich sehe hier keine Wölfe mehr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, bitte. Wenn ihr da besser Bescheid wisst. Ob das möglich sein kann, dass hier die Wölfe, die vorher getötet wurden, also nicht von mir... Ob die jetzt mir fehlen. No, ich hab da wirklich. Das ist wirklich jetzt scheiße. So. Hier hinten sind wir auch schon 30 Mal rumgerannt. Hier ist auch keine Sau mehr. No. Die Sense geht natürlich mit. So. Da holen wir jetzt noch die Heiltränke, würde ich sagen. Dann gucken wir, was wir noch machen können, außer den Wölfen. Hungriger Wolf, die liegen alle hier, jawohl. Ja, pfiff. Hm. Schlecht. Sehr schlecht. Heiltränke ausgeben, kaufen hier für nichts. Ja. 250 Euro kostet einer, oder? Ja, der Esel hat vielleicht welche. Zeig. Der hat 10 Heiltränke. 1, 2, 3. Wir kaufen direkt 3. Was geben wir ihm dafür? Hm, ich würde sagen, wir belassen es einfach bei allem schnöden Gold. So.
Deckard, der Proviantmeister. Ja, wo ist der Kerl? Der gibt mir aber keine 30 Ruf hier. Also das ist Fakt. Also, weißt du jetzt schon, wer die Kelche gestohlen hat? Lass dich doch mal in Ruhe, Mann! Es war Cyrus. Dieses Schwein. Er kam mir schon immer verdächtig vor, wie er den ganzen Tag vor meinem Lager hockt und nicht zu seiner Wache geht. Ich werde ihn ganz langsam leiden lassen. Mach das. Du hast deine Arbeit gut gemacht, Morin. Hier hast du Gold und jetzt geh. Ja, danke für das Gold, du Held. Quest abgebrochen. Das war's, leck mir am Arsch. Ich weiß nicht, ich hab... Ja, Deckard, hier. Ah, danke, das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. So, ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an. Ja, komm. Steintafel, altes Wissen plus 3, 6000 Mark, ihr habt ja wohl eine Macke. So, weiß ich aber, wo ich welche herkriege. Dafür bräuchten wir bloß Gold. So. Nee, das hier wollte ich. Was haben wir noch zu tun? Orkras braucht jeden Monat Pfeile. Ja, das machen wir später. Die hungrigen Wolfsrudel in Kapdun. Ja, da sind wir gerade. Die Banditenplage an der Küstenregion. Das ist das mit, lass uns Banditen jagen gehen. Lauf zurück. Du weißt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir begeben uns jetzt erst einmal auf den Weg nach Monterra. So, wir sind momentan noch nicht stark genug, um hier gegen die Banditenplage anzugehen, weil ich mich hier vertan habe. Ja, von der Lernpunkteverteilung war taktisch unklug am Anfang. Aber jetzt nochmal, das hatten wir mit Tibor ja besprochen hier. Also da jetzt dann nochmal neu zu laden oder sowas, das wäre Quatsch. So, haben wir in Ardea Drachen? Nee. Beseitige Ork-Patrouille. Nee, wie gesagt, das machen wir noch nicht. Wir wollen erstmal sehen, wie wir hier weiterkommen mit den... So. Oh, aber die hungrigen Wölfe, das ist jetzt echt ein Problem. So, wir wandern durchs Getreide, wir wandern durch die Saat. So. Hurra, wir verblöden uns, bescheißter Staat. So. Wir müssen mal hier... Ah, hier ist schöne Gothic 1 Musik, hört ihr das? Natürlich hört ihr das. So, Sag mal, hier hinten, das ist doch die Ecke, wo wir schon mal gucken waren. Hier hinten sind doch keine mehr. Das hatte ich doch, wie gesagt, ja, hier gucke ich schon wieder hier rein. So, hier hinten waren auch keine mehr. Das wäre ja so verdammt weit weg. Nee. Keine Ahnung, aber wie gesagt, wer da jetzt Bescheid weiß, eventuell, ob das wirklich so ist, dass die mir fehlen jetzt hier, wäre echt beschissen. Hm? So. Wir sammeln natürlich alles Mögliche ein, was wir hier einsammeln können, weil für Alchemie, die wollen wir natürlich mitnehmen. Gerade als angehender Magier hier will ich das natürlich haben. So, spring mal hier. Komm. Ja, jetzt lädt er erstmal die Barriere und den ganzen Scheiß von hinten rein. So. Okay, wo sind wir hier? Das ist da unten. Da unten sind ja dann die Orks und die Banditen. So, hier geht's irgendwo nach Ardea zurück. So, dort geht's nach Kapdun. So, und hier geht's nach Dings. Nach Vengard? Ich will aber nach Monterra. So, so, hier, ja. Wir wollen aber nicht mal nach Vengard. Wir wollen nach Monterra. Das ist doof, dass wir an der Stelle jetzt hier vor jedem Mist hier großartig ausweichen müssen. Das ist echt schwierig. Zum Beispiel vor dem da! Alter! Hör nicht auf zu schlagen, weil wir keine Ausdauer mehr...
Ja, weil wir keine Ausdauer mehr haben, Mann. Ja, das ist echt zum Kotzen am Anfang. Ja, wie gesagt, ich hätte ja leider Lernpunkte von Anfang an hier in die das alte Wissen stecken sollen. Ja, ach Mann, verdammt nochmal. Macht's vielleicht ein bisschen interessanter für euch, keine Ahnung, oder für mich, oder weiß der Geier was. Ist mir scheißegal, ich mache es jetzt einfach hier, gut ist. Aber muss aufhören zu jammern. Also habe ich bei Returning zu Genüge gemacht. Ach, meine schöne Returning Power hier. Meine Ruhen. Mir fehlen sie immer noch. So. Warten wir erstmal, bis sich die Ausdauer ein bisschen erholt. Wir könnten dieses Mistvieh auch hier mit der hier Dings holen, mit dem Bogen. Das Problem ist aber. Oh. Wir holen auch mal die Hasen hier. Steck doch das Ding nicht weg, Mensch! Weil 10 Punkten, 10 Erfahrungen haben oder nicht haben, ist tatsächlich ein Unterschied. So. Wir könnten uns so in Ausdauertrank für den Notfall auch mal hier irgendwo. Was haben wir frei? Die Nummer 7. Wir können zum Beispiel mal einen saufen hier. Na, da sind wir nämlich wieder komplett voll hier. So, wozu haben wir die Dinger? So, wo ist das Mistvieh? Wo ist die Sau? Hase. Wildschwein. Das Problem ist, das Wildschwein werden wir nicht mit einem Pfeil, der wird schneller bei mir sein, als es mir lieb ist. Jo. So, genau. Oh, ein Mistvieh weniger. So, müsste nicht hier irgendwo so ein Typ sitzen? Wo gehen wir hier eigentlich hin? Nee, warte mal, das ist aber keine Ruhung. Nee, hier gehen wir doch nach, hier wollen wir doch gar nicht hin. Hier gehen wir doch nach Dings runter, nach Wengerath. Wir wollen doch aber nach Monterra. Ja, der Weg nach Monterra war auch schon mal einfacher zu finden. So, ich glaube dort rechts ging es lang, oder? Ich glaube ja. So, warte, was ist hier? Was zeigt uns hier AD? Monterra, genau. Jo, müssen wir aufpassen. Hier, speichern nimmt wieder mal ab hier. Jo, können wir noch was einsammeln, ohne dass mich hier irgendwas angreift? Wir laufen aber normal hier lang, ohne Rennen, weil wegen der Ausdauer. Das ist doof, dass hier nicht jeder auf Schlag sitzt, wenn er das so macht. Ja, da müsste doch irgendwo jemand sitzen. Warte mal, wo saß denn der? Saß der vor der Kreuzung? Der mit seinem blöden Lampenöl, der Kerl. Der da. Jo. Ich meine, das können wir jetzt sowieso noch nicht holen, aber... Das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Du kommst schon zu spät. Es ist alles weg. No. Wäre ich mal früher gekommen. Na, komm schon. Was ist dein Problem? Jo. Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht seien Ortega und seine Schweinebande. Lang lebe, es lebe Orkara. So. Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampen. Jo. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Puh, das machst du doch alleine. Wenn du dich wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein. Oh, ich hasse diesen Satz. Hier. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich warte auf ein Wunder. Oder noch besser, auf die nächste Ork-Patrouille, die mich in die Minen schickt. Na, warte mal. Dieser Ortega, was ist das für ein Typ? Ortega schert sich weder um die Orks noch um irgendjemand anderen. Er ist der Schrecken der ganzen Küstenregion. Seine Banditen morden und klauen, was das Zeug hält. Jemand sollte ihm mal gehörig den Arsch versohlen, wenn du mich fragst. Ja, machen wir. Wo ist dieser Banditenboss Ortega jetzt? Das Schwein hält sich versteckt in irgendeiner Räuberhöhle hier an der Küste. Wenn ich wüsste wo, würde ich die Orks auf ihn hetzen. Verstehe. So, okay. Wie gesagt, wir gehen jetzt weiter nach Monterra. Alles ein bisschen verkorkst hier heute. So, Vanguard. Ne, wir wollen nach Monterra da lang. Genau. So.
Das Problem ist, diese Banditen, die da oben bei Fomoterra sitzen, mit denen brauchen wir uns auch noch nicht anlegen. Alter, dieser eine Schlag, wo er immer nicht trifft. No. Und futter mal hier ein bisschen Fleisch. No. Dankeschön. Was ist denn hier? Wer wohnt denn hier? Ach ja, die Goblins. Oh, weia. Das wird Spaß machen. Ja, das ist sowas. Oh, 50 Gold erhalten. Aus Versehen die Truhe ausgeräumt. So, mein Freund, wer bist du denn? Armon. Stehen. Keinen Schritt weiter. Sieh an, noch so ein dreckiger Rebell. Bleib locker, ich tu dir nichts. Bei Innos. Ich dachte schon, du wärst einer von den miesen Orksöldnern. Ja. Ich bin, ich bin Held. Hast du keine Angst hier? Hast du keine Angst, dass dich die Orks erwischen? Orks sind unvorsichtig und laut, wenn sie durch die Wälder streifen. Ich höre sie schon nach 500 Meter. Die einzige Plage, die mir zu schaffen macht, sind die verfluchten Goblins. Hast du mehr Angst vor Goblins als vor Orks? Angst? Ich hab keine Angst. Die Goblins schleichen sich nachts ans Lager heran und stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Irgendwo in der Nähe muss ein ganzes Nest von diesen feigen Goblins sein. Ja. Erzähl mir was über die Gegend hier. Du bist hier in der Wildnis. Keine Stadt weit und breit. Das Gebirge im Norden dort trennt die Küstenregion von Mittelland. Entschuldigung. Wenn du dem Weg weiter Richtung Westen folgst, wirst du irgendwann nach Monterra kommen. Mhm. Falls dir die Banditen nicht vorher den Hals durchschneiden, versteht sich. Interesse an einem kleinen Handel? Kommt drauf an, was du dabei hast. Ich? Du sagst mir? Nee, was? Ja. Was zahlst du mir, wenn ich die Goblins erledige? Du meinst, wenn ich nicht mehr ständig auf meinen Kram aufpassen muss? Nein, wenn ich die Goblins erledige. Goldmünzen ist ja wohl lächerlich. Ich werde die feigen Goblins für dich erledigen. Na dann mal viel Spaß. Goblins sind verdammt flinke kleine Mistkerle. Ja. Lass dich nicht von ihnen umzingeln, dann machen sie dich fertig. Zeig mir also deine Ware. So, Goblins, für 100 Goldstücke binde ich mir noch nicht mal die Schuhe zu. Vorhanden ist 7000. Kann ich mir momentan noch nicht leisten. Du kannst mir aber Pfeile verkaufen. ...428, was können wir dir dafür geben? Schildparade, ich krieg garantiert irgendwo mal wieder ein neues Schild. Scheiß drauf. So, können wir dir irgendwelche Zauber hier verkaufen? Eislanze. Ja, ich verkaufe meine Zauber, ich will Magier werden und verkaufe meine Zauber, jawohl. Was haben wir hier noch alles? Was können wir dir hier denn geben? Was haben wir denn hier? 2, 7... Felle... Einfaches Wolfsfell. Silberpokal, nicht so wertvoll wie ein Goldpokal. Ach, guck an. So, du kriegst das hier. 350. Können wir die Schatullen öffnen? Ich weiß es nicht mehr. Fläschchen. Oh, nee, komm, wir machen das jetzt mal so. Gut, okay. In meiner Situation hier am Anfang können wir Pfeile immer gebrauchen. So, noch irgendjemand hier. So, tja, wo waren die jetzt? Wir müssen natürlich wieder die übliche Einzel-Rauslock-Taktik machen bei den Mistviechern. Was anderes wird uns hier nicht übrig bleiben. Wir können uns aber erstmal ein Stück Fleisch einverleiben. So. Und ich würde fast schon sagen, wir machen an der Stelle Feierabend. Dann lasst mich das doch alleine machen, Mann! Jawoll, ja, klaut mir meine Erfahrung hier. Ihr seid so blöde, ehrlich. So macht man das. Mann. So, nee, okay. Friss nochmal ein Stückchen hier. Danke. So, Pfeil. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Was haben wir denn hier? Feiger Goblin. Schnapsbeere, gebratenes Fleisch erhalten. Dankeschön dafür. So, dann würde ich mal sagen. Ich muss weniger nicht rauchen. So.
Ja, da haben wir unsere halbe Stunde für heute rum. Eine nette halbe Stunde. Und damit Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben lassen. Und wer neu auf dem Kanal ist und mich gerne unterstützen möchte beim Treiben und bei meinem Tun hier, kann mir das auch gern zeigen, indem man mir ein Abo da lässt. So, damit Dankeschön und ciao.